Ja, vielen Dank, Barbara, für die Einladung. Vielen Dank an alle, die gekommen sind. Es geht jetzt um die Flugreise. Ich versuche jetzt irgendwie ein bisschen den Übergang hinzukriegen. Wir sind eine Gruppe der IPPNW. Die meisten kennen die IPPNW. Das sind die Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung. Wenn man den Namen sagt, ist meist die Redezeit schon um, aber das heißt nun mal so. Wir fahren seit 20 Jahren in die Türkei, wir sind eine Friedensorganisation und haben damals eine Region gesucht, in der man die Auswirkungen westlicher Politik auf einen Krisenherd, auf einen Konflikt sich angucken kann. Also wir haben Ende der 90er Jahre angefangen, damals war die Situation in der Türkei auch schon sehr schwierig und es gab Ausnahmezustand und alle möglichen Dinge. Wir kommen aus allen Teilen Deutschlands, sind auch längst nicht mehr alle Ärztinnen und Ärzte, sondern die meisten von uns, die mitfahren jedes Jahr, sind Leute, die in der Flüchtlingsarbeit sind. Und so ist auch mein Schwerpunkt, hat sich eigentlich in den Jahren gewandelt. Mit Barbara zusammen haben wir damals angefangen, für kurdische Flüchtlinge uns um Aufenthalt zu kümmern, die traumatisiert waren. Barbara als Psychologin, ich als Ärztin. Wir haben Atteste geschrieben, wir haben uns darüber ausgelassen, wie weit Behandlungsmöglichkeiten in der Türkei für diese Menschen bestehen. Und ich habe damals zum ersten Mal überhaupt gelernt, dass es Kurden gibt und dass es nicht alles Türken aus der Türkei sind. Also so lange ist das jetzt alles schon her. Wir kommen immer aus allen Ecken Deutschlands und fliegen dann nach Istanbul und treffen uns dort. Ich habe Ihnen jetzt eine Karte der Türkei mitgebracht, wo man einmal sieht, ist Ihnen wahrscheinlich alle geläufig, was das für ein langes Land ist. Und man kann sich vorstellen, dass von Istanbul im Westen, eine moderne, große europäische Stadt, bis da hinten an die iranische Grenze sehr viele Dinge passieren, das überhaupt nicht homogen ist. Weder von der Entwicklung noch von der Kultur. Wir fahren also von Istanbul, wir waren dieses Jahr wieder in Istanbul, haben dort angefangen, sind dann nach Van, ganz im Osten, an der iranischen Grenze geflogen und waren dann anschließend mit dem Auto unterwegs in Diyarbakir. Diyarbakir ist die sogenannte heimliche Hauptstadt der Kurden und dann an der syrischen Grenze. Ich muss ein paar Vorbemerkungen machen, einfach zum Hintergrund, weil ich nicht weiß, was Sie alle an Kenntnissen mitbringen. Auf dieser Karte sehen Sie das Siedlungsgebiet der Kurden, aufgeteilt nach Sprachen, aber es ist trotzdem die beste Karte, die ich gefunden habe. Es ist ein Volk von, ich vergesse immer, ich habe so schlechtes Zahlengedächtnis, 7 Millionen Menschen, oder kann auch 70 Millionen sein, also jedenfalls ein großes Volk ohne eigenen Staat. Also 20% der türkischen Bevölkerung. Die türkische Bevölkerung ist so groß wie die deutsche. Dann sind es da schon 20 Millionen. Ja. Und es sind aber natürlich auch sehr viele, die gar nicht mehr dort wohnen über all die Jahre, sondern wir haben allein in Deutschland mindestens 1 Million Kurden von den 3 Millionen Menschen aus der Türkei, die hier leben. Wobei nur die gezählt sind, die noch nicht eingebürgert werden. Von den anderen wissen wir es also gar nicht. Es sind wahrscheinlich eher noch mehr. Was man auf dieser Karte sieht, ist, dass die Kurden in 4 Ländern im Wesentlichen leben. Das ist damals nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Zerschlagung des Osmanischen Reiches, haben die Westmächte, also in erster Linie die Engländer und die Franzosen, die Ländereien im Nahen Osten aufgeteilt und ihre Grenzen gezogen, ohne sich darum zu kümmern, was für Menschen da wohnen. Und für die Kurden war es eben immer sehr schwierig, weil sie nicht nur verschiedene Schriften, sondern auch verschiedene Sprachen haben, die sich zwar ähneln, aber die sich doch untereinander schwer verstehen können. Außerdem war die Gesellschaftsstruktur im Osmanischen Reich keine Staatsstruktur in dem Sinne. Es gab die großen Städte und das andere waren Clanstrukturen, Großfamilien, die da die Schicksale bestimmt haben oder die ihr Leben da gelebt haben, relativ un,
beschwert von der Zentralregierung. Die mussten ihre Zölle bezahlen, ihre Steuern bezahlen, aber ansonsten konnten sie weitgehend machen, was sie wollten. Und der größte Teil des Siedlungsgebietes ist eben in der Türkei. Und nach der Gründung der Republik gab es zunächst den Plan, dass die Kurden einen eigenen Staat haben sollten. Der wurde dann aber fallen gelassen und sie wurden auf diese vier Länder verteilt. Insbesondere in der Türkei, aber auch in allen anderen drei Ländern gab es eine große Unterdrückung der Kurden. Insbesondere in der Türkei hieß es eben in der Republik, wir sind ein Volk, eine Nation, eine Sprache. Also die anderen Sprachen der Minderheiten wurden weitgehend verboten und die größte Minderheit waren halt die Kurden. Wir haben bei dem Militärputsch 80, seit dem Militärputsch 80 insbesondere, war die Unterdrückung sehr stark. Es hat viele andere Aufstände auch gegeben und immer wieder Massaker und irgendwelche schlimmen Dinge. Aber nach dem Militärputsch 80 war die Unterdrückung besonders schlimm und das ganze kurdische Gebiet in der Türkei war Ausnahmezustandsgebiet. In der Zeit hat sich dann auch die PKK als Widerstandsbewegung oder terroristische Vereinigung gebildet, die mit bewaffnet versucht hat, Rechte für die Kurden zu erkämpfen. Der Führer der PKK ist seit 20 Jahren im Gefängnis, auf einer Insel im Marmara-Meer. Das Marmara-Meer ist da südlich von Istanbul auf der anderen Karte. Wird dort in Isolationshaft gehalten, das heißt, hat also wenig Kontakt oder gar keinen Kontakt zu seinen Angehörigen und Anwälten. Hat aber in dieser Zeit eine Menge an Theorien entwickelt, an Gesellschaftsvorstellungen. Bücher geschrieben. Und diese Vorstellungen von einer anderen Gesellschaft haben viele der kurdischen Politiker und der politisch bewussten Menschen in Kurdistan oder in der Türkei, aber eben auch in Syrien verinnerlicht und versuchen das umzusetzen, was die etablierten Parteien und Regierungen eher als eine Bedrohung empfinden. Hier ist eine Karte von Syrien und eben dieses Randgebiet in der Türkei, dieses grenznahe, in dem wir uns da bewegt haben. Im Norden von Syrien gibt es auch einen sehr großen Anteil kurdischer Bevölkerung, die sich im Beginn des Krieges autonom erklärt haben und versucht haben, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Zwischen 2011 und 2015 gab es in der Türkei eine Entwicklung hin zu einem Frieden. Es gab Friedensverhandlungen mit Herrn Öcalan im Gefängnis und mit den kurdischen Parteien, den türkischen Parteien, mit der PKK, die so weit gediehen waren, dass es ein Abkommen gab, eine sogenannte Neudeutsch Roadmap zum Frieden. Dann, Sie erinnern sich wahrscheinlich alle noch an den Kampf um Kobane. Kobane ist eine Stadt, das zeige ich nachher nochmal, habe ich noch eine Karte davon, im Norden Syriens, die vom IS eingenommen wurde und die dann von den Kurden in erster Linie von den Selbstverteidigungskräften und dem damals noch sehr rudimentären Militär. Also wir haben das damals gesehen, die hatten dann Trecker mit Stahl verkleidet als Panzer und sowas. Also es gab eben gar nichts. Die haben alle ihre Dörfer geschützt, die Eingänge zu den Dörfern mit so Betonblocks und dann rund um die Uhr saß da jemand. Ich erinnere mich an eine so eine Kontrolle. Da war eine Familie, also Vater, Sohn und Enkeltochter, die diesen Checkpoint da bewacht haben, damit eben keine Terroristen da einfach reinfahren konnten mit Sprengladungen. Und die hatten dann, der eine hatte eine Militärmütze, der andere eine Jacke und der dritte die Hose und das Gewehr haben sie sich alle geteilt. Und so fing das an. Aber die sind da, damit hier unsere Familie nicht das Herz stehen bleibt, wir waren da jetzt nicht. Nein, nein, das war 2000. Ich war da 2000. Das ist jetzt die Geschichte. Ja. Nein, aber einfach um zu erklären, wie das angefangen hat und wie sehr die dann mit einer Blockade von allen Seiten es trotzdem geschafft haben, ihr Leben zu organisieren.
2015 gab es dann in der Türkei, also die türkischen Kurden haben sich sehr solidarisiert, haben viele aufgenommen, haben versucht, Wiederaufbau in Kobane nach der Wiedereroberung zu leisten. Und 2015 gab es dann Wahlen, wo die kurdische Partei zum ersten Mal in der Türkei die landesweite 10%-Hürde übersprungen hat. Und das war der Punkt, wo die AKP-Regierung unter Herrn Erdogan den Friedensprozess abrupt gestoppt hat, den Waffenstillstand, den die PKK erklärt hatte, abgebrochen hat und mit massiver Gewalt in die kurdischen Städte eingedrungen ist. Dies ist das Gebiet, was betroffen war. Die Kurden waren um diese Zeit wirklich auch so selbstbewusst und auch so von diesem Friedensprozess beseelt, dass es kurdische Städte gab, die ihre Autonomie innerhalb des türkischen Staates erklärt haben. Also die regionale Autonomie. Und es gab junge Leute, die Gräben ausgehoben haben und Barrikaden errichtet haben. Und daraufhin ist also das türkische Militär mit brutaler Gewalt in diese Städte eingedrungen. Es gab über Tage und Wochen Ausgangssperren, wo wirklich niemand rein und raus konnte, wo Verletzte auf der Straße liegen blieben und nicht versorgt werden konnten. Das Erste, was sie gemacht haben, ist die ganzen Wassertanks auf den Dächern kaputtgeschossen. Und ich zeige nur dieses eine Bild davon. Das ist in Cizre, so ein Wohnviertel. So sah das da. Also man kam da nachher nicht rein. Wir sind 2016, kurz nach diesen ganzen Geschichten, konnte man da eben noch in dieses Viertel gehen. Sonst haben die das alles abgesperrt und man hat das nicht gesehen. Und es gibt viele Leute, die heute im Gefängnis sitzen, weil sie damals versucht haben, diese Dinge aufzuklären und die Kriegsverbrechen, die da passiert sind, vor die Weltöffentlichkeit zu bringen. Die türkische Regierung fühlt sich außerordentlich bedroht durch die ganzen Geschichten und hat jetzt entlang dieser ganzen langen Grenze, das sind mehrere tausend Kilometer, so eine Mauer gebaut. Also diese Betonmauer, davor ist ein Streifen vermintes Land. Da waren vorher schon ganz viele Minen aus den ganzen vielen aus vorherigen Auseinandersetzungen. Medico hat die mit großer Mühe versucht zu räumen. Jetzt haben die wieder von allen Seiten da Minen verlegt. Also das finde ich nochmal sehr interessant, ne? Mit der türkischen Mauer würde ich nochmal bestätigen. Wir haben dieses Bild auch schon mal vor 2 Jahren gesehen bei deiner Reise, als du in Hannover den Vertrag gezeigt hast. Und persönlich war ich so berührt, weil ich hatte noch nie eine türkische Mauer gesehen. Und vor allem die Vorstellung von dem Ausmaß. Und das war ja auch die Zeit, wo wir in Deutschland immer hören, dass die Bundesrepublik der Türkei hilft, die syrischen Flüchtlinge zu versorgen. Und ich habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen, wie die wohl alle über diese Mauer kommen. Also insofern finde ich die Mauer schon sehr interessant. Also vor der Mauer gab es eben halt Schmuggelrouten durch die Minenfelder, die kannten sich da ganz gut aus. Die ganze Region ist eine Handelsregion, eine Schmugglerregion, das war, also da haben die eine große Tradition. Aber mit so einer Mauer ist es natürlich deutlich schwieriger. Das ist jetzt nochmal eine kleine Karte, wie es angefangen hat, 2011, 12. Die orangen oder die braunen Flecken sind das Rojava, Westen, der Kurdistan, wie sie das nennen, und der mittlere Fleck ist Kobane. Die hatten gar keine Verbindung untereinander und es war relativ schwierig, so eine Verwaltung auch aufzubauen. Da diese Verwaltung aber von unten, von den Dörfern hinauf geht und nicht andersrum, haben sie das trotzdem relativ gut hingekriegt. Das Ganze ist die Kornkammer Syriens, es gibt dort sehr viel Getreideanbau und es gibt Öl. Die Ölpumpen waren alle abgestellt, also da konnten sie kein Geld mehr mit verdienen, aber sie wollten halt nicht, dass sie dem IS in die Hände fallen. Aber die Getreide-Silos waren gut gefüllt und so konnten sie diese Zeit des strengen Embargos auch überleben und haben eben versucht, wirklich diese neue Gesellschaft dort aufzubauen. Die insbesondere halt einmal eine basisorientierte Gesellschaft ist, aber eben auch eine Gesellschaft, die alle Völker, die dort leben, mit einbezieht. Das haben sich in dieser Zeit und vor allen Dingen auch die Frauen
Genau, also das Wichtigste ist natürlich eigentlich die Befreiung der Frau. Und das war sehr beeindruckend zu sehen. Die Frauen haben einmal natürlich auch mitgekämpft, aber vor allen Dingen haben sie mitverwaltet. Und sie haben dieses Prinzip der Doppelspitze, dass also für alle öffentlichen Posten ist immer ein Mann und eine Frau zuständig, was sie auch in der Türkei versuchen umzusetzen. Gut, aber ich will gar nicht so viel davon erzählen. Nach der Befreiung von Kobane oder bei der Befreiung von Kobane haben die Amerikaner geholfen mit Bombardements. Und ich denke, für mich ist das so ein bisschen so eine Art Sündenfall gewesen. Die brauchten das, die waren natürlich gar nicht in der Lage. Aber seitdem sind sie gut bewaffnet und haben eben auch Geländegewinne gemacht, nicht nur in ihrer Region gekämpft. Und das sind eben die US-amerikanischen Stützpunkte, die dort inzwischen entstanden sind. Und Sie alle wissen, dass Herr Trump jetzt beschlossen hat, sich da zurückzuziehen, worauf die Türkei sich freut, weil sie dann da einmarschieren wird. So wie sie das 2018 in Afrin gemacht hat. Das ist dieser ganz westliche Teil. Da sind sie einmarschiert, ohne dass sich irgendjemand gewehrt hat, mit Unterstützung von deutschen Panzern. So ein eindeutig völkerrechtswidriger Einmarsch. Sie haben dort eine Besatzungsmacht aufgebaut. Sie haben die autochthone Bevölkerung weitgehend vertrieben. Insbesondere gibt es dort eine ganze Reihe Jesiden noch an der Grenze zur Türkei, die auch wieder dann ins Feuer geraten sind. Die Kinder lernen jetzt als erste Fremdsprache Türkisch und das zweite Arabisch. Alles andere gibt es nicht mehr. Sie müssen morgens zum Fahnenappell erscheinen. Die Frauen müssen sich verschleiern. Also es ist wirklich eine richtige Besatzungsmacht, die Gesellschaft dort durcheinander wirbelt. Und die große Gefahr besteht eben, dass es in den anderen Teilen, die hier gelb sind, genauso passieren wird und die Türkei versucht, dort einzumarschieren. Es gibt Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und den Kräften in Rojava. Und es gibt ja die internationalen Friedensverhandlungen, bei denen aber die Kurden ausgeschlossen sind. Also die Leute, die hier fast ein Drittel des Landes besitzen, ist inzwischen noch ein bisschen mehr geworden. Da. Wobei diese roten Sachen da bis Palmyra, das ist weitgehend Wüste und wenig besiedelt. Damaskus möchte natürlich dieses Gebiet zurückhaben. Die Kurden verhandeln um einen gewissen autonomen Status. Und die internationale Gemeinschaft macht Friedensverhandlungen, wo die alle nicht beteiligt sind. So, das waren jetzt einfach nur ein paar Vorbemerkungen, damit wir so ein bisschen wissen, auf welcher Basis wir sprechen. Unsere Reise geht in der Regel in Istanbul los. Istanbul ist einfach eine tolle Stadt, wo man immer wieder auch nicht natürlich einstimmen kann, aber auch nicht gleich so einen Kulturschock kriegt, weil es einfach eine sehr moderne Stadt ist. Jetzt geht das wieder los. 7 Millionen Einwohnern, glaube ich, inzwischen offiziell. Mit einer riesigen Bautätigkeit in den Außenbezirken, aber relativ erhalten ist halt diese alte Konstantinopel, Byzanz, mit dem europäischen Teil, auf dem wir von einer Dachterrasse jetzt da auf den osmanischen Teil rüber gucken. Und da treffen wir uns eben immer und dann versuchen wir, das eine oder andere Gespräch zu haben und uns auch aneinander zu gewöhnen. Mitten in dem europäischen Teil gibt es eine kleine schmale Straße, die Istiklalstraße, diese große Einkaufsstraße, kennt jeder, da sind immer die ganzen Demonstrationen, da werden die Leute mit ihren mit Tränengas vertrieben, und auch die ganzen Aufmärsche, die auch die türkische Regierung macht. Und es war ein solches Gewimmel bei schönem Wetter, dass man wirklich das Gefühl hatte, alle 7 Millionen Menschen der Stadt und alle Touristen sind gleichzeitig auf dieser Straße. Und in einer Nebenstraße liegt das Büro der Menschenrechtsstiftung. Nein, des Menschenrechtsvereins, IHD. Und da oben ist das Schildchen. Und das ist die Reisegruppe vor dem Schild. Und ich denke, Sie sehen auch anhand dieser Reisegruppe,
warum die uns nichts tun und uns relativ in Ruhe lassen. Wir sind doch alle relativ betagt. Bei einer Polizeikontrolle guckte einer von den Polizisten in unser Auto und sagte, wir sind ja alle alt, wir müssen uns weiterfahren. Das war nicht immer so, aber das ist natürlich auch kein wirklicher Schutz, aber ich denke, es hilft schon ein bisschen dazu bei. Ein wichtiger Punkt unserer Reisen in den letzten Jahren war immer die Frage nach den Flüchtlingen, weil wir eben eine Gruppe sind, die sich auch hier sehr mit Flüchtlingen beschäftigt. Die Türkei hat kein Asylrecht in dem Sinne. Es gibt wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben, aber mit einem sogenannten europäischen Vorbehalt. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind viele Menschen aus Europa haben Schutz gesucht in der Türkei. Und nur diese hatten einen Asylanspruch. Und dieser geografische Vorbehalt ist nie aufgehoben worden, obwohl es natürlich jetzt wenig europäische Flüchtlinge dort gibt. Und für die anderen gab es eigentlich nichts. Der UNHCR war dort tätig und hat dann geguckt, ob jemand ein Flüchtling ist oder nicht. Also man musste sich da melden und dann wurde ein Land gesucht, was die Leute aufnahm. Also sie hatten kein Recht, dort zu bleiben. Jetzt haben wir erfahren, dass seit einem Jahr der UNHCR dort nur noch Kurse gibt und das türkische Personal schult, was keine Ahnung davon hat. Aufdruck der Europäer natürlich auch, dass aber jetzt eben türkische Angestellte und Beamte und Sachbearbeiter versuchen, diese Flüchtlingspolitik zu machen. Die Situation für die Syrer ist immer ein bisschen eine spezielle Situation. Da gibt es welche, die relativ schnell eingebürgert werden können und auch da bleiben und Arbeit bekommen. Ein Großteil der Flüchtlinge aber sind als Transitflüchtlinge. Das erste Bild ist in dem IHD-Büro in Istanbul, wo uns eben diese junge Frau, da trafen wir, da war Sonntag, aber man kann da einfach immer hinkommen, da ist immer jemand, mit dem man reden kann. Seit vielen, vielen Jahren. Und wir trafen dort also Leute von der Kinderrechtskommission, also ich bin immer Kommission zu einzelnen Themen. Und diese jungen Leute haben uns ein bisschen was erzählt. Zum einen, dass die Türkei auch so einen Missbrauchsskandal hat wie wir, wie die katholische Kirche in einer Internatsschule oder in Internatsschulen, muslimischen Internatsschulen. Aber das war gut. Betrifft auch nur die Jungs. Übergriffe gegen Mädchen spielen nicht so eine Rolle, weil nach der neuen türkischen Ausrichtung es eben so ist, dass Mädchen, die menstruieren, dann eigentlich möglichst verheiratet werden sollen. Ist so ein bisschen gegenläufig zu dieser Frauenbefreiung, die auf der anderen Seite propagiert wird und auch zu dem modernen Leben in Istanbul, wo das natürlich relativ unvorstellbar ist, wieder in diese Zeiten zurückzuverfallen. Und da bin ich auch ganz zuversichtlich, das wird einfach nicht passieren, das werden die Frauen sich nicht wieder aus der Hand nehmen lassen. Auf dem zweiten Foto ist die Flüchtlingskommission oder der Chef der Flüchtlingskommission in Wann, und zwar der Flüchtlingskommission der Anwaltskammer. Der hat jahrelang in Ankara beim UNHCR gearbeitet und versucht also jetzt dort in Wann die Sachen ein bisschen in Gang zu bringen. In Wann gibt es keine Flüchtlinge aus Syrien. Wann liegt, haben Sie vorhin gesehen, an der Grenze zum Irak. Dort gibt es zum Iran. Dort gibt es in erster Linie Flüchtlinge aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Bangladesch, aus Pakistan und auch aus den östlichen Teilen Afrikas, die da über diese Schiene kommen. Und die natürlich alle auch nicht in Wann bleiben wollen, sondern weiter nach Westen wandern, sich möglichst nicht registrieren lassen wollen und dort unter ziemlich elenden Bedingungen sich durchschlagen. Und er sagt eben, es funktioniert halt überhaupt nicht, weil die Schulungen des UNHCR relativ kurz sind, noch nicht lange laufen, die Leute keine Ahnung haben, was sie da eigentlich machen, es keine wirklichen Regeln gibt, dass alles erst im Entstehen ist. Ich denke, das wird mit der Zeit anders werden, aber im Moment ist es eben noch sehr. Es gibt ein großes Lager aus festen Häusern, das die EU dort gebaut hat, in der Hoffnung, dass dann auch diese Transitflüchtlinge dort möglichst zurückgehalten werden. Das hat so 2000 Plätze und er sagt, es ist gut belegt. Die Leute werden dann aufgegriffen und dann wird geguckt, ob sie
eine Anerkennung bekommen oder nicht. Und die meisten werden eben halt abgelehnt und müssen dann, werden auch wieder brutal abgeschoben, mitten im Winter über die Grenze zum Iran, wo es dann hoch verschneit ist. Also das ist schon relativ brutal, was da passiert. Bei den syrischen Flüchtlingen ist es eben so, dass manche halt ganz gut ankommen. Aber wir haben zum Beispiel in Istanbul, haben sie uns dann auch erzählt, dass ganz viele Kinder halt nicht in die Schule gehen können, sondern vor allen Dingen in der Textilindustrie arbeiten, um über die Runden zu kommen. Das zweite wichtige Thema war der Wahlkampf. Eigentlich ist in der Türkei immer Wahlkampf, wenn wir da sind. 7 Wahlen in 5 Jahren jetzt, also eigentlich kann man, ist immer Wahlkampf. Und diesmal ging es eben im Westen um die AKP, also die Partei von der Staatspräsidenten Erdogan, und die CHP, die alte kemalistische, ein bisschen sozialdemokratisch, aber vor allem die nationalistische Partei, die versucht hat, dagegen ein Gegengewicht gegen die AKP darzustellen. Und im Osten ist es die pro-kurdische Partei HDP gegen die AKP. Es gibt also weitere Splittergruppen, kleine Parteien, aber eigentlich spielen nur die eine Rolle. Die HDP hat die Parole ausgegeben, überall dort, wo wir keine Chance haben zu gewinnen, fordern wir unsere Leute auf, die CHP zu wählen, weil die eben doch offener ist als die AKP. Und umgedreht hat die CHP in den kurdischen Gebieten relativ wenig Werbung gemacht. Sie hat nicht gesagt, wählt die HDP, das, so weit geht es nicht, aber also sie haben doch ein sehr angespanntes Verhältnis auch zu den Kurden. Aber es öffnet sich so ein bisschen. Überall, wo wir hinkamen, gab es also riesen Plakate an allen Hochhäusern, an allen Bauzäunen. Also gerade in Istanbul ist an Bauzäunen kein Mangel, weil überall gebaut. Gut, aber von großen, der HDP gibt es nur die kleinen Fähnchen. Das kommt ja gleich. Es gab also überall große Plakate an allen Hochhäusern und überall von Herrn Erdogan und seinen Kumpels. Von der CHP gab es nur sehr kleine, auch im Westen, nur sehr kleine Plakate. Da musste man schon ein bisschen suchen, um die zu finden. Und so ähnlich war es eben auch im Fernsehen. Es gab 90% der Wahlwerbung war AKP-Werbung. Die CHP durfte so ein klein bisschen. Und von der HDP, die haben überhaupt keine öffentlichen Plätze bekommen. Die haben auch keine Möglichkeit gehabt, öffentlich zum Beispiel Wahlveranstaltungen zu machen. Alles, was auf der Straße war, war verboten. Die sind dann mit ihren Materialien von Haus zu Haus getingelt, in der Hoffnung, dass sie nicht verhaftet werden. Wobei die Abgeordneten, die das machen, die dann diese Wahltouren anleiten, relativ geschützt sind, aber die Leute, die sie begleiten, dann hinterher häufig doch abgegriffen werden. Wir haben immer einen Pfarrer in unserer Gruppe, der großen Wert darauf legt, dass wir auch die Gegenseite hören, weil er sagt, man kann nur glaubhaft berichten, wenn man auch die andere Seite hört. Und diesmal haben wir dann tatsächlich einen Termin bekommen in Diyarbakir bei dem Chef der AKP dort. Und das war schon ein Erlebnis der besonderen Art. Wir haben wirklich gedacht, er lebt in einer völlig anderen Welt. Die kurdischen Bürgermeister, gewählten Bürgermeister, sind 2016 nach dem Putsch nahezu alle abgelöst worden durch Zwangsverwalter aus Ankara. Und er sagt, das musste sein, weil die haben ja die Terroristen unterstützt, zumindest logistisch. Und wir wollten Ruhe und Frieden. Und die Zwangsverwalter haben eine tolle Arbeit gemacht. Es hat noch nie so eine gute Zeit, eine friedliche Zeit gegeben. Und noch nie so viele Dienstleistungen für die Bevölkerung. Der Zwangsverwalter hat jetzt als Oberbürgermeister kandidiert. Und dieser Herr war eigentlich der Meinung, dass er eine gute Chance hätte. Also man hat wirklich das Gefühl, er lebt in einer ganz anderen Welt als die, die wir sonst erlebt haben. Herr Öcalan wäre auch nicht in Isolationshaft, der wollte einfach niemanden hören und niemanden sehen. Also das war schon ziemlich heftig für uns. Das ist der vorherige Chef der HDP,
Herr Demirtas, den wir schon als ganz jungen Anwalt in Diyarbakir kennengelernt haben, der seit 2016 im Gefängnis ist und auch jetzt zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden ist. Den haben alle unsere Politiker hier empfangen. Also alle, die jetzt noch im Dienst sind, kennen ihn eigentlich auch persönlich und haben mit ihm geredet. Und trotzdem verschwindet er also einfach im Gefängnis und man hört nicht, dass sich wirklich jemand dagegen ausspricht. Er kann gelegentlich über seine Anwälte Nachrichten rausbringen, Botschaften rausbringen und das hat er eben auch gemacht. Und hat unter anderem veranlasst, dass diese Übereinkunft mit der CHP im Westen passiert. Und die Leute folgen ihm nach wie vor. Wie die Wahl ausgegangen ist, haben alle mitbekommen. Die AKP ist stärkste Partei geblieben. Aber sie hat die großen Städte im Westen alle an die CHP verloren, was ein ziemlicher Schlag ist. Und im Südosten hat die HDP wieder große Erfolge, hat fast alle ihre Städte zurückgewinnen können. Wobei Herr Erdogan vorher schon gesagt hat, wenn die gewinnen, dann werden wir wieder Zwangsverwalter einsetzen. Mal sehen, ob er sich das traut. Man fragt sich ja, warum er demokratische Wahlen macht und dieses Mäntelchen braucht der Demokratie, für wen eigentlich? Und mit Demokratie hat das sicher nicht mehr viel zu tun, was wir da sehen. Die Wahl in Istanbul hat er heftig angefochten und es musste immer wieder neu ausgezählt werden. Er wollte gerne, dass neu gewählt wird, das hat aber die Zentrale Wahlkommission nicht gemacht. Das ist ein Wahlhelfer der CHP, der vor den Säcken mit den Stimmzetteln sitzt und über Tage haben sie die also bewacht, damit da keine Manipulation passiert. Im Südosten war es so, dass sechs von den gewählten Bürgermeistern nicht zugelassen wurden, obwohl sie vorher zur Wahl zugelassen wurden. Die haben also mit relativ großer Mehrheit, vor allen Dingen in diesem einen Stadtteil in Diyarbakir, gewonnen. Aber ernannt worden ist dann der unterlegene AKP-Bürgermeister, weil die zu denen gehörten, die aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurden wegen Mitgliedschaft, wegen oppositioneller Äußerungen, wegen Mitgliedschaft in der PKK. Sie waren aber vorher überprüft worden, zur Wahl zugelassen. Aber einige sind dann doch gewählt worden. Das ist ein Kollege, Herr Misrakli, den wir vorher getroffen haben, den wir auch schon sehr viele Jahre kennen. Ich betone das mit den vielen Jahre kennen, weil es gibt gar nicht viele, die wir immer wieder treffen. Wir treffen zwar immer wieder dieselben Organisationen, aber selten dieselben Menschen, weil die inzwischen längst irgendwo im Gefängnis gelandet sind. Herr Misrakli hat es also geschafft und ist jetzt Oberbürgermeister von Diyarbakir zusammen mit seiner Co-Bürgermeisterin. Und es gibt einen kleinen YouTube-Film, den ich leider nicht hier rausladen konnte, wie er sein Rathaus zum ersten Mal besichtigt und sieht und staunt, was der Zwangsverwalter dort angerichtet hat. Er hat das so luxuriös ausgebaut mit Kristalllüstern und einem Marmorbad und tollen Ledersofas, dass die alle wirklich gestaunt haben. Und das ist eben eine der Schwierigkeiten, denen die jetzt gegenüberstehen. Die Zwangsverwalter haben das ganze Tafelsilber verkauft. Die haben also öffentliche Häuser, zum Teil die Rathäuser, aber auch andere öffentliche Gebäude und Liegenschaften veräußert und haben große Schulden angehäuft in den Städten. Das ist natürlich was die neu gewählten Bürgermeister jetzt versuchen müssen, wieder abzuarbeiten, was ihnen auch klar ist, aber trotzdem versuchen sie das in Angriff zu nehmen. Der Sinn ist, dass die Regierung beweisen möchte, die können das nicht. Ne? Die kommen nicht raus aus den Schulden, die kriegen dann keine entsprechende Unterstützung aus so einer Zentralregierung. Wir werden sehen. Das dritte große Thema, was uns auf der Reise begleitet hat, war der Hungerstreik. Wir hören hier sehr wenig davon, aber wahrscheinlich ein bisschen. Es sind inzwischen 7000 politische Gefangene, vor allen Dingen politische Gefangene im Hungerstreik in den Gefängnissen. Angefangen hat es im November mit der Abgeordneten Lela Güven, die damals noch im Gefängnis war, sie wurde dann aus der Haft entlassen, weil es ihr so schlecht ging und ist jetzt
wird zu Hause versorgt von ihrer Tochter und einer kleinen Krankenschwester, und wir hatten Gelegenheit, sie zu besuchen, was ein ziemlich schwieriger Besuch war und man natürlich schon auch große Sorgen machen muss. Dieser Hungerstreik ist eine alte Form der Auseinandersetzung überall im Nahen Osten, die wir wissen, dass von den Palästinensern, aber eben auch in der Türkei. Ich finde es, also gerade so als Ärztin oder wir als Ärzte haben da große Schwierigkeiten damit, auch wenn hier Hungerstreiks sind. Trotzdem ist das Anliegen ja berechtigt, also man kann sagen. Ne? Und diese Hungerstreiks sind kein Todesfasten, sondern sind ein Hungerstreik, bei dem man trinken darf und eigentlich eben dann auch Zucker, Salz und vor allem Vitamin B1 bekommt. Das kriegt sie jetzt, insoweit kann sie das jetzt seit über 160 Tagen durchhalten. Sie ist schwach, dünn, aber sie hält es so bald durch und ist im Kopf ganz klar. Aber für die jungen Leute in den Gefängnissen, die sich diesem Hungerstreik angeschlossen haben, sieht es ganz anders aus. Die werden bestraft, die kriegen Sanktionen, das heißt, sie werden in Einzelhaft genommen, sie bekommen diese Medikamente nicht und die Flüssigkeit. Es gibt inzwischen 8 junge Leute, die sich umgebracht haben im Gefängnis, weil sie den Druck nicht aushalten. Und man muss sagen, es ist natürlich auch ein Gruppendruck, wenn ich in so einem Gefängnis bin, wo ich nicht isoliert bin, sondern in der Gruppe der politischen Gefangenen, ist es auch sehr schwer zu sagen, ich mache da nicht mit. Auch hier ist es nicht möglich, für die Menschenrechtsgruppen und für die Anwälte sich ein Bild zu machen in den Gefängnissen. Wir haben in Bann zum Beispiel, sollte es eine Pressekonferenz geben vor dem Gefängnis. In dem habe ich heute so eine Liste bekommen, über 190 Leute im Hungerstreik sind. Wir wurden vorher abgefangen durch bewaffnete Militär- oder Sicherheitskräfte und durften eben die Abgeordneten, die ja eine kurze Presseerklärung verlesen wollten, durften die nicht halten. Wir wurden dann zurückgedrängt und ein ganzes Stück weiter entfernt vom Gefängnis, haben sie dann doch ihre Presseerklärung verlesen. Aber so ist es eben überall. Wir haben in Mardin eine Kommission getroffen aus Ärztekammer, Anwälten, Gewerkschaften, die sich solidarisieren und die versuchen, Unterstützung in die Gefängnisse zu bringen, aber sie kriegen eben keinen Zugang. Und das ist, gelegentlich können die Anwälte mal was mit reinbringen oder auch Nachrichten nach draußen bringen, gelegentlich mal einen Brief. Und die Forderung ist ganz einfach. Im türkischen Gesetz gibt es keine Isolationshaft, aber es gibt sie eben überall. Die Isolationshaft gegen Öcalan aufzuheben, gegen alle anderen auch, aber die Forderung ist eben in erster Linie auf Öcalan fixiert, der nach wie vor eben diese Rufe für ganz viele wurden. Und die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen. Also eigentlich keine Forderung, die besonders radikal oder unerfüllbar wäre. Aber es tut sich nichts und wir hören eben hier auch relativ wenig davon. Und wir hören auch nicht, dass unsere Regierung sich in irgendeiner Weise dafür einsetzen. Und bei dieser Regierung, die wir da eben zurzeit haben, hat man auch nicht das Gefühl, dass sie sich durch drohende Tode von 7000 Häftlingen besonders beeindrucken lässt. Also insoweit ist das schon eine sehr verzweifelte Situation. Aber alle anderen Möglichkeiten, sich politisch zu betätigen, sind eben auch sehr eingeschränkt. Das ist also wirklich eine Verzweiflungsaktion. Und sie wünschen sich eben doch sehr, dass wir das geschafft haben. Also angefangen haben wir in Istanbul, das war unser Frühstücksbesuch. Das Hotel, in dem wir da sind, liegt direkt am Marmara-Meer. Und dann kommen da, glaube ich, die Möwen rüber. Und es hat einen wunderschönen Blick übers Meer und sieht da diese ganzen alten Schiffe, oder die Schiffe vor Unterliegen, auf Rede liegen. Das zweite ist ein Blick auf den Taksim-Platz. Der Taksim-Platz ist der Platz der Republik. Das Symbol für diese laizistische Republik von Herrn Atatürk. Und was macht Herr Erdogan? Er baut eine große Moschee auf dem Platz. Also er versucht wirklich, oder die Regierung, wir sollen immer versuchen, Herrn Erdogan nicht zu dämonisieren, aber einem schwerfällt, aber die Regierung versucht eben wirklich eine Islamisierung wieder und findet jede Möglichkeit, die Menschen zu demütigen und sich über sie
ja, über ihre Bedürfnisse hinwegzusetzen. Die Bäume vom Gezi-Park stehen noch. Ja. Wie viel sind das? Ein kleiner Park. Klitzeklein. Ja, aber es ist direkt in unmittelbarer Nähe, also auf diesem Platz für die Demos Demonstrationen statt. 1. Mai-Demos und dort jetzt diese wirklich riesige Moschee. Die zweite Stadt war dann Bann. Da war es mit dem schönen Wetter vorbei. Es war scheußlich, es war kalt, es war nass, es lag noch viel Schnee rundherum. Bann ist eine Stadt, die 2011 von einem schweren Erdbeben getroffen wurde und stark zerstört worden ist. Man sieht also immer noch Reste davon. Mit dem Wiederaufbau hat das, ist das nicht so richtig weitergegangen, weil diese Regionen im Südosten eben einfach von der Zentralregierung nicht wirklich gut versorgt werden. Damals hat man den Bürgermeistern verboten, sich an diesem Wiederaufbau zu beteiligen oder auch nur an der Aufnahme der Schäden. Und die türkische Regierung hatte ja auch internationale Hilfe während dieses Erdbebens abgelehnt. Auf dem Rückweg, jetzt ein bisschen etwas Erfreulicheres, fahren wir mit dem Bus, mit so einem kleinen Minibus als Gruppe. Und mitten im Wannsee liegt eine kleine Insel, Akdamar, mit einem armenischen Kloster, das sehr schön restauriert worden ist. Und es ist immer wieder ein wunderschöner Ausflug dorthin. Sie sehen im Hintergrund, wie viel Schnee da noch war. Das ist immer so eine kleine Erholung dann zwischendrin. Wir haben früher immer, als ich anfing, habe ich gesagt, nein, Kultur kommt erst, wenn Frieden ist. Inzwischen habe ich verstanden, dass sich mit der Geschichte zu befassen und der Kultur doch auch ein Zeichen der Wertschätzung ist. Nicht nur, weil es spannend ist und interessant, aber es gehört einfach auch mit dazu, wenn man mit den Menschen dort versucht, sich zu auseinanderzusetzen. Und es ist wirklich unsere Geschichte, auf Schritt und Tritt. Ja, das ist das Zweistromland, da ist die ganze christliche Geschichte. Die Menschen sprechen zum Teil in den ehemals christlichen Dörfern noch Aramäisch. Also da ist wirklich auf Schritt und Tritt unsere eigene Kultur und Geschichte zu finden. Aramäisch, unsere Kultur? Christlich. Das ist die Sprache Jesu und das soll noch ziemlich so sein wie damals auch. Ja. Ah ja. Sagen die Leute. Ich kann es nicht überprüfen. Ich habe nicht mal Türkisch gelernt in all den Jahren. Dann sind wir nach Şırnak gefahren. Wir haben letztes Jahr versucht, nach Şırnak zu fahren und sind in Cizre gescheitert. Das sind zwei Städte, die während der Ausgangssperren sehr stark zerstört worden sind. Şırnak zu 70%. Und Sie sehen hier eben von dem Parkplatz aus auf einen Hügel, der früher die Stadt war. Das ist alles abgeräumt und stattdessen sind eben diese wunderhübschen Hochhäuser dort gebaut worden. Man hat den Menschen, die ein Haus in Şırnak besessen haben, eine Wohnung in einem dieser Wohnblocks versprochen. Die sollten sie auch umsonst bekommen, zumindest wenn sie unterschreiben, dass die PKK ihr Haus zerstört hat. Was auch manche getan haben, aber inzwischen haben sie so hohe Nebenkosten aufgesetzt, dass die Leute sich das nicht leisten können. Also noch ist keiner in diese neuen Wohnblocks, keiner von der alten Bevölkerung in diese Wohnblocks eingezogen. Und die Menschen sind damals in umliegende Städte geflohen und sind zwar zum Teil zurück, aber noch nicht wieder gemeldet. Und deswegen ist Şırnak zum Beispiel auch nicht wieder eine AKP-Stadt geworden, weil da in erster Linie jetzt Bauleute aus dem Westen und Sicherheitspersonal sind, die AKP wählen. In Cizre hingegen hat die HDP gewonnen. Hier waren wir im Wahllokal oder im Büro der HDP und hatten dort sehr spannende Gespräche mit einer Abgeordneten und einer blutjungen Bürgermeisterin, die Bürgermeisterin geworden ist, weil ihr Mann in den Kämpfen ums Leben gekommen ist. Und sie eben zu einer der eingesessenen kurdischen Familien gehört. In Cizre war Bürgermeisterin vor dem Ausgangssperren eine junge Frau aus Deutschland, Frau Imret, die wir dort auch besucht haben. Die kam aus meiner Heimat, da in der Nähe in Bremervörde, aus einer kurdischen Familie und ist dort mit in dieser Zeit des Friedens, wo viele Leute aus Deutschland zurück, viele Türken, Kurden aus Deutschland zurückgegangen sind, weil sie gehofft haben, sie können dort was mit aufbauen, ist sie auch zurück und ist dort zur Bürgermeisterin gewählt worden.
war dann eben 2015 sehr schnell vorbei, weil sie war im Gefängnis und unter Anklage und ist jetzt wieder in Deutschland und leitet das HDP-Büro in Berlin, was es inzwischen gibt. Mardin ist eine, ist auch so eine der Städte, die man vielleicht kennt. Eine alte christliche Stadt, die ja auf seinem Kegel liegt, oben eine Festung, wo man nicht hin kann, die sehr schön restauriert ist, UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und diesen Kegel und diese Stadt kann man nicht zerstören. Aber man kann rundherum Hochhäuser bauen und alles zu. Aber eben diese wunderschöne Altstadt bleibt zumindest erhalten. Das ist das Rathaus, was inzwischen auch durch einen Zwangsverwalter besetzt ist. Und daneben Herr Ahmet Türk, ein alter kurdischer Politiker, der aus einer Adelsfamilie, also einer Großfamilie, Clanfamilie gehört, kommt und eigentlich keine Politik mehr machen müsste, aber eben ein überzeugter Politiker ist, der jetzt trotz seiner Erkrankung wieder zum Oberbürgermeister kandidiert hat mit einer Bürgermeisterin und auch gewonnen hat. Er ist einfach ein sehr kluger Mann, der sehr viele Jahre schon auch internationale Politik macht und der dann sagt im Laufe des Gesprächs, wenn ich mir diese ganze Situation hier so angucke, dann bezweifle ich, dass die Welt ein Interesse an einem stabilen Nahen Osten hat. Das beeindruckt einen halt dann schon. Und er sagt aber auch, wir reichen euch die Friedenshand. Also er hat eine gewisse Anerkennung bei der türkischen Regierung, weil er einfach auch für eine demokratische Politik steht, da können wir nicht dran vorbeigehen. Also er kommt auch immer mal wieder ins Gefängnis, aber meist doch ist er relativ schnell auch wieder draußen, wegen dieser Achtung, die er da auch genießt. Eine andere Stadt in der Nähe der Grenze ist Kızıltepe. Das ist das Wahlbüro der HDP. Das war voll und war ein volles Gewusel. Auch dort haben wir Abgeordnete getroffen. Und als wir dann rauskamen, hat uns dann die Polizei oder die Geheimpolizei, Zivilpolizisten gestellt, haben unsere Pässe eingesammelt, die sie dann an irgendeine ominöse Zentrale fotografisch weitergeschickt haben und haben uns hochnotpeinlich gefragt, was wir weitermachen wollen. Und wir wollten nach Nusaybin weiter, eine Stadt, die eine Grenzstadt ist oder ein Teil einer Stadt mit einer kurdischen Stadt in Syrien, Nordsyrien, wo es früher auch einen Grenzübergang gab. Und dann haben wir, dort gibt es eine der ältesten Universitäten der Welt und eine Ausgrabungsstätte und eine Kirche. Und wir haben dann gesagt, wir wollen das uns angucken und haben uns dann nicht getraut, die HDP dort zu besuchen, weil wir denen also nicht zusätzlich Ärger machen wollten. Und die Herren sind also wirklich mit uns mitgekommen, bis sie sicher waren, dass wir die Gegend wieder verlassen haben. Ja, Diyarbakir. Da sollte ich noch ein Foto einfügen, habe ich auch, aber habe ich offenbar nicht gespeichert. Diyarbakir ist die sogenannte Hauptstadt, heimliche Hauptstadt der Kurden. Eine Stadt hinter einer großen Mauer, das ist die alte Mauer, die zuletzt in der Römerzeit, aber sie ist noch viel älter und soll nach der chinesischen Mauer die längste Mauer der Welt sein. Und das ist das moderne Diyarbakir, wobei ich gar nicht weiß, was die modernere, der modernere Teil ist, diese schrecklichen Hochhäuser. Das sind alles so gated communities mit Zaun drumherum und Wächter, wo man da reinkam. Oder dieser Markt. Dieser Markt ist auch was Besonderes. Das ist nämlich ein Markt, der von Frauen organisiert wird, was in der Türkei eigentlich gar nicht geht. Also wahrscheinlich ist das sogar das Modernere an dem Foto. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber hier bestand bis in die 50er Jahre nur aus diesem ummauerten kleinen Teil innerhalb der Mauer. Das ist wie, das ist so eine kleine, eine Hofebene und eine Steilkante zum Tigris runter, das ist der Tigris. Und hier gibt es dann den Gemüsegarten.
die Mauer und diese Gärten sind unter UNESCO Kulturerbe-Schutz, der nicht so furchtbar viel gewirkt hat. Das ist 2015 ist das ausgesprochen worden und dann 2015, 16 ist zumindest der innere Teil der Stadt zerstört worden. In den 50er Jahren ging das los mit der Landflucht, dann kamen die 80er Jahre, wo die Dörfer entvölkert worden sind, wo die Menschen vertrieben worden sind. Die haben sich dann zunächst entlang der Mauer auch außen angesiedelt und inzwischen ist die Stadt mit 3 Millionen Einwohnern, registrierten Einwohnern, auf der Hochebene hat sich weitgehend ausgebreitet. Innerhalb der Mauer, dein Foto kommt doch noch. Innerhalb der Mauer war vor allen Dingen der östliche Teil besonders betroffen von den Zerstörungen. Es war immer ein schwieriges Viertel, sehr dicht bebaut, mit großen sozialen Problemen, weil eben auch sehr viele Flüchtlinge dort gewohnt haben. Sicherlich auch von der ganzen Infrastruktur nicht optimal und es gab Pläne der kurdischen Regierung, das zu sanieren, in Absprache mit der Bevölkerung. Wenn wir das gehört haben, was sie sich da vorstellen, dass sie die alte Bausubstanz erhalten wollten und ansonsten eben halt doch vieles auch abreißen wollten, hatten wir immer so ein bisschen das Gefühl, das könnte auch so in Richtung Freilichtmuseum für die Touristen gehen, war uns nicht so wohl. Das Problem hat sich inzwischen erledigt. Die türkische Regierung hat das ganze Gelände in der Stadt enteignet. Die ersten Neubauten, sehen wir gleich, werden da gebaut. Dieses Viertel Lalibi im Osten, wie im Westen, ist inzwischen auch geräumt. Das war nicht zerstört während der Kämpfe. Man hat den Bewohnern, die Bewohner aufgefordert, das Viertel zu verlassen. Und wenn sie es nicht gemacht haben, hat man ihnen Wasser und Strom gesperrt, sodass also dieses Viertel auch inzwischen abgerissen ist. Ursprünglich hatte die AKP-Regierung vor, dort richtig Hochhäuser und das, was sie sonst immer so baut, hinzubauen. Das ist vom Tisch. Es soll also doch eine dreistöckige Bebauung werden mit der Aussage, das neue Diyarbakir wird schöner als Toledo. Wieder erstiegen. Ja, also uns wird immer, tut es doch sehr weh, weil es unendlich schön war. Es war sicher mehr romantisch als wirklich schön da drin zu leben, aber es war eine sehr lebendige Gesellschaft auch, wo sich unter der kurdischen Regierung eben auch sehr viel getan hatte. Es gab Frauenclubs, es gab so einen Waschsalon, weil man die Frauen eigentlich sonst nicht aus den Häusern kriegte, aber da durften sie dann hin und dann wurden die Kinder da gleich mit beschult, die Frauen auch bekamen Alphabetisierungskurse. Also da tat sich einfach eine ganze Menge. Die Kirchen sind wieder aufgebaut. Die Kirchen wurden wieder aufgebaut, genau. Und man hat eben auch dort sich darauf besonnen, dass es erstens früher eine weitgehend christliche Stadt war, aber dass eben ganz viele Kulturen dort immer gelebt haben. Und nicht nur die Kurden. Also das ist für die kurdischen Leute, die im Moment politisch aktiv sind, ein ganz wichtiger Punkt, dass sie sich besinnen auf ihre alte multiethnische, multikulturelle Geschichte und versuchen, das wieder aufzugreifen. Du sagtest doch, der Oberbürgermeister sei irgendwie ein sympathischer Mensch. Also ist das ein Kurde oder was? Ja, ist auch ein Kurde. Und der hat ja kurdischer auch Arzt, ja. Ja, der kämpft da sicherlich dann auch so ein bisschen gegen mit der... So, das ist jetzt das Foto, was unbedingt von der Einladung noch mit rein sollte. Wenn wir da sind, ihr merkt, ist immer gerade Mandelblüte. Das ist schon sehr schön vor dieser dunklen Mauer. Und früher war eben hier vor der Mauer, wo jetzt diese kleinen Parkanlagen sind, das war dicht bebaut, auch von den ganzen Flüchtlingen. Es gab einen klugen Bürgermeister damals, der versucht hat, die auch dorfweise anzusiedeln, sodass die Gemeinschaften auch erhalten blieben. Das ist aber dann schon in kurdischer Regie zum Teil abgerissen worden und es sind solche Parks entstanden, die von den Leuten sehr gut angenommen werden. Also da ist immer Betrieb, da treffen sich die Familien und das ist wirklich... Einfach, das war sicher ein Gewinn. So sieht die Hauptstraße jetzt aus in diesem Teil und man sieht,
dass sie überall versuchen, so eine einheitliche Fassade zu machen. Diese Holzverblendung, das ist alles nur nach vorne, ne? Das ist dann weiß gestrichen. Dann kommt diese Holzverblendung und so eine Markise in beige und das die ganze Straße runter. Das sind so die kleinen Sträßchen. Natürlich immer, also häufig eben zur Straße hin relativ geschlossen und dann Innenhöfe, in denen die Familien sich dann aufgehalten haben. Das ist ein Blick rüber in den zum zerstörten Teil. Das ist das berühmte vierfüßige Minarett, was für die Kurden eine hohe Bedeutung hat, wo vor einiger Zeit ein Leiter der Anwaltskammer erschossen wurde während einer politischen Rede. Das ist also nach wie vor nicht klar. Die vier Füße sieht man nicht. Der große Turm da in der Mitte hat vier Füße. Das ist ungewöhnlich, dass der eben auf vier Füßen steht. Ja. Das ist ein Foto von der armenischen Kirche, die stehen geblieben ist. Die war gerade kurz zum 100-jährigen Armeniermord restauriert und auch als Kirche wieder geweiht. Es gab eine kleine armenische Gemeinde wieder in der Stadt. Das Dach ist jetzt wieder eingestürzt, aber sonst weiß keiner, wie es in der Kirche aussieht, weil man auch keinen Zugang dazu bekommen hat, auch die Kirche nicht. Unsere armenische Freundin hat uns erzählt, dass die Kirchen nicht enteignet worden sind, dass sie also später da wieder Zugang haben sollen. Wenn man jetzt von der Mauer runterguckt, sieht man hier ein Stückchen des neuen Baustils. Sur heißt dieses ganze Gebiet da innerhalb der Mauer. Hier vorne, vor dieser roten Absperrung, sind noch bewohnte Häuser, die aber halt auch geräumt werden müssen. Und da hinten sieht man, wie gesagt, wie das dann werden soll. Die Dame wohnte auch noch und versucht, ihr Leben irgendwie zu organisieren. Was erstaunlicherweise trotzdem funktioniert, und da traut sich offensichtlich auch die AKP-Regierung nicht ran, ist das Nevros-Fest. Das Nevros-Fest ist ein Fest, was im ganzen Nahen Osten gefeiert wird, aber speziell halt für die Kurden so ein Frühjahrsfest ist, erzählt eine alte Sage, die dahinter steht. Und da kommen also immer wieder Tausende von Menschen, obwohl sie daran gehindert werden. Es werden also zum Beispiel Busse aus den Dörfern werden nicht durchgelassen und die Kontrollen am Einlass sind auch relativ brutal. Aber es findet immer wieder statt und ist für die Leute halt sehr wichtig. Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, dürfen nicht hin. Da wird kontrolliert, ob sie hingehen. Und die Schulen schreiben also dann auch besondere Prüfungen und sowas. Also Schüler dürfen eigentlich auch nicht. Wenn man jetzt so gegen Mittag dann das Gelände wieder verlässt, dann sieht man aber, dass die Leute, die noch gearbeitet haben, dann doch noch auf den Platz kommen und versuchen, ein bisschen zu machen. In dieser ganzen verzweifelten Situation treffen wir also immer wieder auf Menschen, die sich erstens natürlich bereit erklären, weiter politisch zu arbeiten, trotz der Gefahr, aber die eben auch ganz viele Ideen entwickeln, wie sie überleben, wie sie auch ihre Ideen von einer anderen Gesellschaft durchsetzen können. Hier ist zum Beispiel, es gab eben unter der kurdischen Regierung ganz viele Frauenvereine, um eben die Frauen aus den Häusern zu locken, um den Frauen, die über ihre Rechte aufzuklären, um Erziehungs- und auch Alphabetisierung zu machen, um ihnen Handwerke beizubringen, mit denen sie möglicherweise eben auch selber überleben können. Diese Vereine sind alle diese Zentren sind alle geschlossen worden und es sind ja hunderttausende Leute entlassen worden aus dem Dienst, die auch keine neue Stelle mehr bekommen, die also auch sehen müssen, wie sie überleben. Und das ist also ein Verein, ein neuer Frauenverein, die halt versuchen, sowas wieder aufzubauen. Es gab Musikschulen, wo man versucht hat, kurdische Musik oder auch andere Musik zu pflegen und zu lehren. Auch die sind geschlossen und haben jetzt wieder einen Verein gemacht mit Instrumenten aus den alten Zentren und Lehrern, die eben halt jetzt auch keine Arbeit haben und versuchen, die Leute, die bezahlen können,
und die Leute, die dort arbeiten, teilen sich das, was dabei rumkommt. Was für niemanden viel ist, aber immerhin. Und dazu gehört eben auch dieser tolle Frauenmarkt. Es war kalt an dem Morgen, als wir da waren. Deswegen haben die da so kleine Feuerchen gemacht. Die Männer sind außerordentlich dagegen. Das gehört sich nicht, dass Frauen sowas selber organisieren. Aber es gibt natürlich sehr viele Frauen, die alleinerziehend sind. Die Männer sind im Gefängnis oder in den Bergen oder gestorben. Also die müssen schon irgendwie was auch machen. Und das war wirklich herzerfrischend. Auch das in Vereinsform. Und was eben immer zur Türkei gehört, ist, dass man gut verköstigt wird. Dieses Frühstück haben sie dann für uns gezaubert aus dem Nichts, obwohl sie nicht wussten, dass wir kommen. Und das hat wirklich viel Freude gemacht auch. Und es sind eben wirklich beeindruckende Persönlichkeiten, denen man da begegnet. Und sie haben alle gesagt, selbst wenn jetzt wieder die kurdische Regierung kommt, wollen wir nicht wieder unter das Dach der Regierung, sondern wir möchten als Verein weiter bestehen, damit wir nicht so angreifbar sind und vielleicht das eben doch dann auch weiterlaufen lassen können. So, jetzt bin ich aber auch am Schluss. Letzter Punkt unserer Reise ist immer die deutsche Botschaft in Ankara, die seit ein paar Jahren sich jetzt auch ein bisschen dafür interessieren, was wir mitbringen an Berichten, weil die selber gar nicht in den Südosten fahren dürfen, das ist ja nicht so. Und im letzten Jahr haben wir dann schon eine von Forderungen an die Bundesregierung aufgestellt, die nach wie vor gültig ist. Wir erleben ja, dass kurdische Menschen, die sich hier in Deutschland politisch engagieren, auch häufig verfolgt werden. Es hat hier Razzien gegeben, es gibt Verbote von kurdischen Buchverlagen. Und es gibt bei ganz vielen Leuten eben nach wie vor den Reflex Kurde, Drogen, PKK, was es sehr schwer macht, sich auch in Deutschland mit Kurden zu solidarisieren. Und was wir denken schon lange nicht mehr angemessen ist. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt auch ein Gerichtsurteil herausgegeben, was leider nur bis 2007 geht. Aber ich meine, daran hat sich ja nichts geändert. Wo sie gesagt haben, da ist ein bewaffneter Konflikt in diesem Land und das sind nicht Terroristen, sondern bewaffnete Konfliktparteien. Wie auch immer man das sieht, ich denke, sie haben auch in ihrer Ideologie viel verändert. Es gibt keine Terroranschläge mehr im Westen irgendwo. Aber man macht es ihnen eben außerordentlich schwierig, sich hier zu betätigen für ihre Sache. Deswegen ist also eine unserer Forderungen, dass das PKK-Verbot endlich aufgehoben werden muss. Und dass die Regierung sich, die deutsche Regierung oder auch die Europäer, sich als Mittler für eine Friedensverhandlung wieder zur Verfügung stellen, als ehrliche Mittler, wo es nicht um Interessen geht, sondern wirklich darum, die Leute an einen Tisch zu bringen und sichere Bedingungen zu schaffen, damit es zu Friedensverhandlungen kommen kann. Okay, vielen Dank. Schließen. Das Zeichen ist in der Türkei verboten teilweise, kann nicht an allen Orten gezeigt werden, ist aber da am Nevruz-Fest, also 21. März, ist der Frühlingsanfang und eben der offizielle Jahresbeginn für die kurdischen Menschen, aber auch im Iran. Und dieses ist ein Friedenszeichen für die kurdische Bewegung. Und 800.000 Menschen haben das auch dieses Jahr in Diyarbakir trotz aller Unterdrückung und Trauer und aller Probleme wieder gefeiert. Also es geht nicht darum, oder nicht nur einen Fundamentalismus oder politische Dinge durchzukämpfen, sondern es geht auch um eine Kultur, die da gelebt werden kann. Ich dachte, das ist das Victory-Zeichen. Ist das überall in der Welt, ja. Aber in Kurdistan ist es das Zeichen der PKK. Böse Terroristen. Ja, Gisela, erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Gisela ist da wirklich die erfahrenste von uns und diese Reisen ermöglichen eben auch einen Verlauf zu beobachten. Und gerade in den letzten Jahren eben dieser unglaubliche Bruch
von den Friedensverhandlungen kann man natürlich auch sagen, die Erdogan-Regierung damals hat gehofft, mit den Kurden zusammen noch mächtiger zu werden. Als aber klar wurde, dass das auf ein Präsidialsystem zusteuert, da brach das. Also nicht erst, als die HDP ins Parlament kam und eine 10%-Hürde ist sehr hoch. Also die CSU würde nicht im Bundestag sitzen, wenn es da nicht diese Koalition gäbe. Also in 15 haben die Kurden das geschafft, weil ich jetzt die Kurden zusammen mit einer Opposition im Westen, das waren die Gezi-Park-Leute, das zu schaffen. Es ist aber schon vorher gekippt. Ja, wir haben jetzt ziemlich viel erzählt, darum will ich jetzt auch gar nichts erzählen, sondern wir könnten vielleicht eine Fragerunde machen. Entschuldigung, wir wollten eine Viertelstunde Pause machen. Ja, ja, also ist die Frage. Wir haben uns vereinbart, dass jetzt alle eine Viertelstunde Pause machen, Beine vertreten, auch gibt es noch was zu essen, wenn man möchte. Und Viertel nach neun würden wir dann mit der Diskussion weitermachen. Also ich brauche aber jetzt keine Pause. Ja, ich glaube, es sind ja Getränke da. Ich glaube, so erschöpft. Also wenn das ein Zeichen ist, die Erschöpfung ist nicht groß und wir sind dann lieber pünktlich fertig. Barbara, ich glaube, dann machen wir das. Ja, okay. Also wenn das, also wenn jetzt jemand eine Pause braucht oder gehen möchte, ist da sicher eine Gelegenheit. Kann ich mal kurz was sagen? Also zwei Damen sind jetzt nach Hause gegangen, denen war das gerade ein bisschen schwer. Mhm. Die haben sich auch danke verabschiedet, die haben nach euren Heften gefragt, die von uns mitnehmen, ja. Über IPPNW und haben eine Spende von dem Blockhändler im Grün für die Dankeschön. Die gute Arbeit und ich können wir vielleicht zwischendurch mal rumgeben, bevor dann alle nach Hause gehen. Also Grün war irgendwie gemeint für Dr. Pentecker. Also das würde die Gruppe wieder mitnehmen. Genau. Zum Beispiel für diesen Frauenverein hatten wir Geld mitgenommen und da finden die sich auch immer Gruppen, die dankbar sind, wenn sie eben auch zum Beispiel für die politischen Gefangenen oder für so eine Basisarbeit oder Kinderarbeit auch was bekommen können. Das sind Hefte vom letzten Jahr, die neuen sind natürlich leider noch nicht fertig. Die Reise 2018. Ja, für die muss ich leider 5 Euro berechnen, aber trotzdem, als möchte, dann gerne. Ja, dann Fragerunde jetzt, wenn noch Montagkeit besteht. Der Herr hat sich zuerst gemeldet. Ja, mich interessiert, welche Antwort Sie auf Ihren Appell an die Bundesregierung bekommen haben. Welche Ergebnisse da? Keine. Also wir bekommen immer die Antwort, wir haben ja eine diplomatische Vertretung und das ist alles Geheimdiplomatie, da muss man sehr vorsichtig sein, weil Herr Erdogan ist ein stolzer Mann, dem darf man also auch nicht mehr auf die Füße treten. Das ist sehr unbefriedigend. Also Menschenrechte sind kein Thema. Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich finde, ich arbeite in der Flüchtlingsarbeit in erster Linie, ich finde, dass eben Menschenrechte bei uns heutzutage auch nur noch für manche Menschen gelten. Und ich denke, insoweit ist dieses hier auch unser Kampf. Es ist nicht nur ein Kampf der Kurden, sondern es geht wirklich darum, unsere immer viel gepriesenen europäischen Werte auch zu verteidigen. Es ist ja vielleicht auch eine Frage der Informationen, die vorliegen. Also das Auswärtige Amt hat teilweise andere Einschätzungen als die Berichte, die man vor Ort bekommt. Und die deutsche Botschaft hat lange gesagt, sie können den Osten überhaupt nicht bereisen. Dann ist natürlich auch die Frage, welche Informationen liegen da zugrunde bei der Menschenrechtseinschätzung der Bundesregierung. Wir hatten, ich muss es jetzt mal sortieren, Hartmut war dran, dann waren Sie und dann Sie, ja. Mhm. Die Mauer, ist die oben entlang der Nordgrenze zu Syrien? Oder wo steht die genau? Ja. Zwischen Syrien und der Türkei. Es hat da scharfe Proteste gegen diese Mauer gegeben, weil ja teilweise, das ist ja die alte Grenze, die nach dem Osmanischen Reich willkürlich gezogen wurde, das teilweise durch die Familien durchging. Es gab immer einen regen Grenzverkehr. Bis 2011 war dann natürlich alles offen und auch danach.
da in Nusaybin hat eine Bürgermeisterin mit Selbstverbrennung gedroht und hat erst noch lange diesen Mauerbau aufhalten können. Und es ist die alte Eisenbahnlinie. Ein Teil dieser Grenze ist hier, der Grenze zu Süden ist die alte Eisenbahnlinie. Wann ist diese Mauer nochmal gebaut worden? In welchen Jahren? Zur Zeit des Syrienkrieges. Aber eben erst seit, ja, 16, angefangen haben wir 15. Ja. Das sind so große Betonblöcke, gehören auch die Firma Toki, baut diese Häuser und auch diese Betonblöcke, die kann man so als Poller, als Straßenblockierung, und die stehen aber aneinander. Die gibt es in verschiedenen Höhen, ich glaube bis zu 3 Meter hoch. Weißt du, wie hoch die Mauer ist? Ja, also zwei Elemente, die aneinander gestellt werden. 3 Meter lässt sich allein. 3 Meter mit Ladenstangen, ja, nicht wenn man braucht. Und man muss sich das vorstellen wie an unserer ehemaligen Demarkationslinie. Genau so, in der Art. Ja. Hier sieht man die Grenze, das ist ganz ein Stück. Alles. Bis zum Mittelmeer, genau. Das Mauer. Aber davon hat man hier gar nicht so was gehört. Ne? Nee. Also, ich habe einfach mal so irgendwie gar nichts gehört. Nee, aber das ist ein Teil des Militärverhaltens der Türkei, also diese Grenze militärisch zu besetzen und dann eben auch nach Bedarf rüberzugehen, so wie sie das in Afrika machen. Aber so, die haben ja das Problem, die können ja nicht, wenn die die Grenze offen lassen, wie viele Leute sollen die denn da aufnehmen? Ich meine, das kann man natürlich sagen. Ne? Aus den kurdischen Gebieten sind die Leute nicht weggegangen am Anfang des Krieges. Das war auffällig, dass die nördlichen Gebiete Flüchtlinge aufnehmen konnten und es auch geschafft haben, sich lange rauszuhalten. Ich weiß das, aber ich meine, die haben ja jetzt schon 3 Millionen aufgenommen. Und, das ist klar, ja. Sollen die noch 3 Millionen aufnehmen, dann sagen sie irgendwann selber nochmal durch. Ja, das kann sicher nicht der Sinn der Sache sein. Das ist schon so, ne? Das, aber die Frage ist, wie weit die Mauer dazu beiträgt. Also die ist eine militärische Angelegenheit. Das glaube ich auch. Was die Forderung ja jetzt ist, dass sie eine Sicherheitszone, das ist das, worauf die Amerikaner sich einlassen werden, eine Sicherheitszone auf syrischem Gebiet machen. Das ist dann genau, sind dann genau diese türkischen kurdischen Gebiete. Und das ist das Ende dieses 20. Es sind ja nicht die Kurden rübergekommen, sind ja andere Syrer rübergekommen. Es sind auch Kurden rübergekommen. Wir müssen ehrlicherweise sagen, wir haben hier Kurden aus Kamischli, aus dem Norden, aus Rojava. Nicht alle Kurden fanden dieses System toll. Und ich denke, gerade in dieser Zeit der Bedrohung haben Leute, die eine andere Vorstellung von Gesellschaft haben, dann eben doch auch nicht so ganz gute Chancen gehabt. Also da muss man sich nichts vormachen. Die Frage ist natürlich, wie würde, wenn es Frieden gäbe und sie sich in Ruhe entwickeln können, wie würde dieses Experiment ohne äußeren Druck weitergehen? Ne? Aber gut. Sie hatten eine Frage. Ja. Dann haben Sie. Ich möchte gerne Ihre Einschätzung wissen, weshalb so viele Türken eben dann doch, vor allem natürlich auch die, die hier leben, Erdogan wählen. Und zwar deshalb, also ich habe das eben deshalb mitbekommen, weil ich in Salzgitter an einer Schule gearbeitet habe. Und da sind ja sehr, sehr viele türkische Kinder und logisch auch Familien dahinter. Und darüber wurde auch diskutiert. Und es gab also überhaupt gar kein, weder Kritik noch irgendein Vertun, dass man natürlich auf jeden Fall den Herrn wählen müsste. Und was haben Sie denn da so mitbekommen, als Sie im Land waren? Eine stark polarisierte Gesellschaft. Es gibt einfach ganz viele Leute, die auch nicht miteinander reden. Der Uwe Abneri hat das mal so beschrieben, jeder lebt in seiner Seifenblase und die Geschichten und die Erlebnisse, die wir haben, haben gar nichts miteinander zu tun, obwohl sie Tür an Tür wohnen. Und wir haben in Deutschland seit vielen Jahren mit Andreas Buro, dem Friedensforscher, einen sogenannten Dialogkreis versucht aufzubauen, wo es darum ging, mit den Kurden und Türken in Deutschland, dass die ins Gespräch kommen mit uns. Das war nicht möglich. Ja? Wir hoffen, dass jetzt durch die vielen vertriebenen Akademiker, die auch türkisch sind, dass es vielleicht ein bisschen sich öffnet. Wir haben Veranstaltungen gemacht und haben gesagt, toll, unsere Infomaterialien werden ganz schnell, sind immer so schnell vergriffen, bis wir dahinter gekommen sind, dass es die türkische Geheimdienst war, die erstmal gleich eine Reihe abgegriffen hat. Also das ist ein ganz hartes Brot. Und ich betreue Flüchtlinge, auch türkische, und über Politik können wir nicht reden.
Aber man muss eben auch sehen, dass die ersten Erdogan-Jahre wirtschaftlich erfolgreiche Jahre waren. Die Infrastruktur in diesem riesigen Land hat sich verbessert. Also die kurdische Gesellschaft konnte sich auch deshalb öffnen, weil natürlich, es sind Straßen gebaut worden, es gibt Flughäfen. Das sah erst nach einem Erfolgsmodell aus, gerade für Leute, die eine andere Klientel waren. Diese westliche Elite hat auch über Erdogan Menschen aus Zentralanatolien aufnehmen müssen. Und ich habe den Eindruck, bei der Inflation, also im letzten Jahr, hat man für 1 Euro 3 Lira gekriegt, in diesem Jahr schon 6, dass die Menschen, gerade die türkischstämmigen Menschen aus Deutschland mit Euro in der Hand, noch ein anderes Erleben der Türkei haben können und von daher das noch als Erfolgsmodell sehen, während das in der Türkei schneller kippen wird. Es gab ja eben einfach in der ersten Zeit auch wirklich gute Reformen. Nicht nur die Infrastrukturentwicklung, sondern er hat ja auch gesellschaftliche, politische Reformen. Das war sehr lange vorbei. Das war jetzt vorbei. Genau. Ich meine, man kann ja nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg sehen, man sieht doch auch die Leute, die alle im Gefängnis sitzen. Ich meine, da kann man nicht sagen, war ein Erfolgsmodell. Wirtschaftlich ist es viel ausländisches Geld in die Türkei geflossen. Ja, aber wirtschaftlich ist ja nur Teil. Naja, und eine Sache ist eben auch diese Islamisierung spaltet die Gesellschaft, weil es da natürlich auch wirklich Anhänger gibt, die in Ermangelung eines politischen Konzeptes in der Religion irgendeinen Frieden oder eine Ruhe oder ein Ding sehen. Das haben wir in anderen Ländern auch. Aber die Kurden selber sind ja auch kein einheitliches. Nein. Wenn man sagt, sie sagen jetzt, die PKK ist legitimer Vertreter. Wie viele Leute stehen hinter der PKK, wie viele stehen hinter der HDP? Also von der HDP kann HDP man das hat ja gesagt, wir haben mit der PKK nichts zu tun. Also die HDP ist insofern legitim, als dass sie zum Beispiel die kurdischen Städte mit hohen Wahlerfolgen eingenommen hat. Und dann sind in 95 von 102 kurdischen Gemeinden Zwangsverwalter eingeführt worden. Also nochmal, die HDP ist legitimiert, das ist gar keine Frage. Die PKK als ehemalige Bewaffnete oder als bewaffnete Vereinigung natürlich in dem Sinne nicht. Aber als Teil eines Friedensprozesses würde sich die Möglichkeit bieten, diese Strukturen zu nutzen. Sie haben da Ansprechpartner, sie haben Namen. In Irland hat es auch einen wirklich blutigen Bürgerkrieg gegeben und ohne Gespräche würde das nicht gehen. Also ich weiß, dass viele Kurden halt gar nicht hinter der PKK stehen. Überhaupt nicht. Es gibt ja auch, das ist lange übrigens auch immer, es gibt im kurdischen Clan, Großfamilien nach wie vor, die hinter der AKP stehen. Das hat nach Rojava ein bisschen nachgelassen, da sind viele umgeschwenkt. Aber wir haben in der Anfangszeit hier viele junge Kurden betreut, die zu Hause weggegangen sind, weil sie nicht mit ihrem Clan einverstanden waren. Ne? Die nämlich Dorfschützer hätten werden sollen gegen die PKK und deswegen fliehen mussten, weil sie das zu Hause, sonst hätten sie nicht leben können. Es wurde leider nie als Fluchtgrund anerkannt, aber war für viele ganz wichtig. Und etwas, was sie uns heute erzählen, für diese frustrierten jungen Leute ohne Perspektive, gibt es heute eben eigentlich nicht mehr den Weg nach Europa, sondern nur noch in die Berge. Und das ist schon sehr bitter auch. Und früher konnten wir halt dann... Also die Entkriminalisierung der PKK hier in Deutschland würde bedeuten, den Friedensprozess voranzutreiben und diese Spaltung aufzuheben, die Leute aus den Bergen rauszukriegen und eine zivile Option zu ermöglichen. Und es hat sich dort gezeigt, welche starken Verbindungen es zwischen diesen Kampftruppen und einer zivilen Gesellschaft gibt. Zum Beispiel für die Frauen, das waren die PKK-Kämpferinnen, die natürlich ein Stück Selbstbewusstsein bedeutet haben. Auch für Pazifisten ist das schwer zu verstehen. Aber das hat die Gesellschaft beeinflusst und umgekehrt auch. Dort ist ein Gesellschaftsproblem entstanden. Die PKK hat halt auch
außerhalb des kurdischen Gebiets viele Anschläge gemacht im Westen der Türkei und so weiter. Deswegen ist sie ja auch als Terrororganisation. Aber sie tut es jetzt nicht mehr. Und das ist eben das auch gerade in Europa, was man eben anerkennen muss. Und wir hatten hier in Braunschweig einen ganzseitigen Artikel, Ulrich Kienze, die PKK ist keine Terrororganisation mehr, von jemandem, der ist ja nicht linksradikal oder irgendwie verblendet, der aber einfach mal die Texte gelesen hat. Also das ist jetzt schon über Jahre, ist das eine Mehr, dass die eben weiterhin auf den bewaffneten Kampf allein setzen. Und es wäre eine Hoffnung, dann Frieden in diese Region zu bringen, denn wenn die Türkei auch noch in den Bürgerkrieg kippt, dann ist da überhaupt kein Stabilitätsanker mehr. Und wir haben immer wieder Leute getroffen, die sich auch vom bewaffneten Kampf absetzen in der kurdischen Bewegung, weil sie sagen, gegen diese türkische Armee ist ein bewaffneter Kampf nicht zu gewinnen. Das ist eine 1-Millionen-Armee. Also auch von daher wäre das von beiden Seiten wichtig. Da sterben junge Leute, die haben eine allgemeine Wehrpflicht. Also das sind bittere Voraussetzungen. Ja, nur darum geht es dabei bei der Entkriminalisierung. Es gibt ja Kurden, die wollen einfach in Frieden dort in der Türkei leben und wollen gar keinen eigenen Staat haben. Das ist wollen dann die Autonomie. Nein, das ist offizielle PKK-Linie inzwischen keinen. Weil die Staat. PKK wollte ja ursprünglich immer einen eigenen Staat haben. Ist inzwischen weg, ist vorbei. Zu diesem System, zu dieser Gesellschaftsreform der Kurden gehört eben auch die Abkehr vom Nationalstaat. Sie sagen, das ist ein Anachronismus, den wir nicht brauchen. Wir brauchen regionale Autonomie, Selbstverwaltung. Im regionalen, aber wir wollen die auch möchten die ihre Sprache aber sprechen. Sie möchten eben eher auch so eine wie heißt das, dass die einzelnen Staaten den Konföderalismus, eben wie wir das versuchen ja in Europa hinzukriegen, und weg von den Nationalstaaten. Also wenn man das sieht, diese Modelle auf der einen Seite der Nationalismus und auch diese traditionelle Rolle der Frau eben wieder, auch dieses Problem für das Bildungssystem, was Erdogans Regierung jetzt angerichtet hat mit den Entlassungen der Lehrer. Ja. Also das wird massiven Einfluss auf das Bildungssystem der Türkei haben. Die ausländischen Gelder fließen auch schon nicht mehr. Also mit diesem Modell zurück zum Islam und zur Religion und zur Kontrolle der Gesellschaft lassen sich die Probleme einer modernen Gesellschaft nicht lösen. Dagegen sehe ich natürlich auch, welche Chance hat eine fortschrittliche Bewegung, die eben die Rechte der Frau achtet, die eine unbedingte Trennung von Staat und Kirche haben will und die auch zu einem multikulturellen Erbe steht. Das Osmanische Reich war ein Weltreich. Also wir erfahren dort immer, dass die von HDP, heißt ja auch Partei der Völker, die sind sich bewusst, dass sie haben sich am Armeniermord beteiligt, also damit wird sich auch auseinandergesetzt, aber dass gerade die Region von vielen Völkern belebt wird. Und natürlich, die haben kein Wirtschaftskonzept, wird ihnen vorgeworfen, das mag sein, aber wenn man soziale Probleme sich anguckt, ist zu bezweifeln, ob die AKP-Regierung da überhaupt Antworten geben kann. Ja, gibt es Fragen? Wir haben nicht eine Frage, aber ich muss sagen, es hat mich beeindruckt, dass Sie das schaffen, in Ihrer Kommunalpolitik die Spitzenposition mit einem Mann und einer Frau zusammenzusetzen. Und ich finde, das ist ja, ich bin jetzt nicht für Hierarchien, also je flacher die Hierarchie, umso besser, aber wenn das zum Beispiel in deutschen Unternehmen gelingen würde, so wie es geht, ja, ob das jetzt CEO oder Financial, was weiß ich, wie es alles heißt, dann hier das immer mit einem Mann und einer Frau zu besetzen, das finde ich wirklich eine ganz tolle Utopie. Oder zum Beispiel auch in Schulen oder in, ich denke auch, dass es für so eine Gesellschaft wie unsere, wo viele Arbeitsplätze weg digitalisiert werden, ist das wirklich eine richtig gute Option. Also zu sagen, okay, ein Arbeitsplatz bedeutet eigentlich vielleicht zweieinhalb Zeitarbeitsplätze für einen Mann und eine Frau. Ich denke, also das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und da auch mal, falls ich noch finanziell eine Utopie für irgendwas entwickeln muss,
ist auch finanziell so, ne? Die türkische Regierung erkennt nur einen an. Und wenn die jetzt zu zweit arbeiten, dann müssen sie sich das teilen, das Einkommen. Und seit wann gibt es die Doppelspitze? Das ist keine Eintagsfliege, ne? Das gibt schon weiß ich, fast 5 Jahre oder so mindestens. Also das ist dort auch gelebt und das ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wenn dann Gesprächskreise sind, wir sind in der Gruppe, mit welchem Selbstbewusstsein die jungen Frauen auftreten und dann die bärtigen Männer und die Älteren dann doch etwas still im Hintergrund sitzen müssen. Und das ist gelebte Praxis. Das kam auch aus der Hierarchie von oben. Also dieser Personenkult um Abdullah Öcalan ist anfangs erstmal sehr gewöhnungsbedürftig, aber es steht für sehr emanzipatorische Ideen. Und das haben sie wirklich umgesetzt und da wollen sie auch wieder hin. Das lassen sich die Frauen nicht mehr wegnehmen. Das hat er ja auch in seinen Schriften festgelegt, ne? Die Befreiung der Frau und die Demokratisierung. Ja, das ist eine der Säulen. Ich meine, es ist ja keine Frauenbewegung auf der Welt so aktiv wie die kurdische. Die kurdische Frauenbewegung hat ja viele andere Frauenbewegungen mit inspiriert, auch gerade in der Dritten Welt oder in Asien oder Südamerika. Also wo man auch es gibt auch viele europäische Frauenbewegungen, die sich eben auch die kurdische Frauenbewegung ziehen. Ja, und das vor dem Hintergrund einer geschlossenen Gesellschaft. Ja. Ich meine, die waren schon, wenn wir über Ehrenmorde und anderes nachdenken, eine sehr patriarchalische, sehr geschlossene Gesellschaft. Und das bricht. Und auch in der Türkei gab es sehr kämpferische Feministinnen schon immer. Da könnte sich was verbinden, genauso wie sich in den Gezi-Park-Leuten, also in den westlichen Städten, mit den Ideen der Kurden auch was verbinden könnte. Insofern ist das sehr inspirierend. Aber an einem Punkt haben Sie recht, die Kurden an einen Tisch zu kriegen, ist auch immer nicht immer einfach. Ne? Wir haben das einzige Gebiet, was ich Kurdistan nennen darf, im Nordirak, was eine völlig andere Gesellschaftsstruktur hat, ein ganz kapitalistisches Land ist, mit einer katastrophalen Wirtschaft. Aber es gab jetzt einen Hoffnungsschimmer in Bezug auf die Wasserrechte. Jetzt gehört, hat es die erste gesamtkurdische Konferenz gegeben im Nordirak, in Süleymaniyah, wo Vertreter der Umweltbewegung aus allen 4 kurdischen Teilen teilgenommen haben und versucht haben, über diese Wasserrechte, die ein großes Problem sind, weil die Türkei zum Beispiel, da entspringen die großen Flüsse, die werden. Länder versorgen. Und dann kommen die ganzen Staudämme, die da gebaut sind und jetzt auch weiter gebaut werden und die ohne Rücksicht auf irgendwelche Kulturgüter oder auf die Natur da einfach durchgezogen werden und die vor allem im Nordirak und in Syrien das Wasser abgraben. Da kann die Türkei jetzt schon das so drosseln, dass die Wirtschaft dort nicht mehr funktioniert. Ne? Also die haben sich tatsächlich, die Umweltbewegung, gerade vor ein paar Wochen habe ich das mitbekommen, haben sich getroffen und haben versucht, gemeinsam da eine Aktion zu machen. Das ist aber wirklich das Einzige, wo ich weiß, dass sie aus allen Regionen zusammengekommen sind. Das ist. Genau. Aber es kann sich ja verändern. Es kann sich einfach. Wird es auch. Ja, also auf jeden Fall ist das ermutigend zu sehen, welche Beispiele an Basisdemokratie unter ganz widrigen Umständen da trotzdem möglich sind. Zum Beispiel diese Frauen zu sehen, die dort ihr Marktprojekt in gegenseitiger Unterstützung mit einfachen Mitteln machen. Und trotzdem, wie wichtig dann auch wieder Ideen sind, also ein politisches Programm zu haben, was die sicherlich nicht gelesen haben, aber die wissen, es gibt die Doppelspitze. Wir hatten schon mal selbstbestimmte Bürgermeisterämter, das haben die nicht vergessen. Also wie sich das gegenseitig dann eben auch beflügelt und solche Nischen bietet. Und angesichts der Politik kann man sich hier und dort manchmal sehr ohnmächtig fühlen. Und darum ist es sehr ermutigend zu sehen, wie Menschen anfangen, ihr Lebensumfeld auch zu verändern. Also in Nordsyrien machen sie, haben sie Akademien aufgebaut, wo also die Leute, die dann kommunale Verwaltung machen in den Dörfern und in den kleinen Städten, geschult werden. Die gehen jetzt immer wieder zu so drei
Wochenkursen dahin und werden dann sicherlich auch indoktriniert, aber sie werden vor allen Dingen auch geschult in Verwaltungsarbeit und den Dingen, die man also dafür braucht. Das passiert in der Türkei weniger, außer in diesen Frauenzentren vielleicht. Aber gut, da ist es eben auch noch nicht so flächendeckend durchgesetzt. Gut, aber die Regelschulen wurden ja auch geschlossen. Stattdessen Koranschulen aufgebaut. Die Lehrer sind entlassen worden. Die müssen ja auch leben. Die organisieren sich auch. Du hast das eine Beispiel von der Musikschule gebracht. Und das andere passiert mit anderen Schulen auch. Die müssen ja weiterkommen. Wenn jetzt einzelne Kurden irgendetwas umsetzen wollen, also irgendeine gute Idee haben, und kann denn so jemand dann gefahrlos durch die Gegend fahren oder wird er dann angegriffen? Also sind immer wieder Kandidaten verhaftet worden, die Leute, die ins Gefängnis gegangen sind. Sind ja zum Teil auch Führungspersönlichkeiten oder Repräsentanten. Das Problem ist zum Teil die Willkür. Es ist nie vorhersehbar, wer inhaftiert wird und wer nicht. Mit diesen Terrorgesetzen ist es möglich, jeden unter irgendeinem Verdacht abzugreifen. Wir konnten uns frei bewegen, es bewegen sich auch andere frei. Und dann erwischt es eben doch immer wieder viele Menschen, sowohl bei den Entlassungen als auch bei den Verhaftungen. Und wir haben jetzt erfahren, dass es immer mehr auch Gesinnungsprüfungen eingeführt werden und so eine Art Sippenhaft eingeführt wird, dass also jemand nicht zur Uni zugelassen wird, weil Verwandte auf Demos gesehen wurden und so weiter. Ja, es reicht ja letztendlich schon irgendwo bei Facebook oder so zu liken, dass also Erdogan kein Demokrat ist, und das ist im Grunde schon ein Urteil, eben zumindest erstmal abgeführt zu werden. Ne? Oder dass die Polizei dann vor der Tür steht. Also es finden im Grunde in Nordkurdistan, also in dem Gebiet, wo sie auch waren, in Diyarbakir, Şizre, Şırnak, da finden täglich Verhaftungen statt. Die Polizei geht in die Privatwohnung, wo sie jemanden vermutet, der sich gegen den türkischen Staat ausgesprochen hat. Und die Türen werden aufgebrochen, es wird die Wohnung verwüstet, es wird alles durchsucht. Und wer eben da aufgefallen ist im Netz, im sozialen Netz, der verschwindet dann erstmal. Wenn er Glück hat, kommt er vielleicht nach ein paar Tagen wieder nach Hause, oder aber ist weg. Und es sind jetzt auch, ich glaube, 17 oder 18 Gefängnisinsassen, die im Hungerstreik sind, die sind jetzt ins Todesfasten eingestiegen. Ich weiß nicht, ob Sie da schon was von gehört haben. Ja. Das Tragische ist halt, dass es die Regierung überhaupt nicht beeinflussen will. Nein, das interessiert niemanden. Und das haben Sie ja auch festgestellt. Die Presse ist stumm, unsere Presse ist stumm, unsere Regierung ist stumm. Unser ehemaliger Außenminister hat den türkischen Außenminister mitgewirtet, mit Tee.